Herzlich willkommen in der Backstube Las Palomas. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, ich habe Verstärkung bekommen. Eigentlich müsste ich sagen, der Zufall hat es gewollt, dass in meiner Nachbarschaft hier in dem kleinen Las Palomas ein Bäcker urlaubt. Und ich habe das zufällig mitbekommen und habe ihn einfach eingeladen, heute dabei zu sein bei unserer, bei unserem Back-Event, nenne ich es jetzt einfach mal. Und er heißt Peter Otten, kommt aus dem lustigen Rheinland, sage ich jetzt einfach mal. Und er kann vielleicht kurz zwei Worte zu sich sagen. Und dann gehen wir schon mal auf unser Thema von heute. Wir wollen heute mediterrane Gebäcke machen auf Basis von Dinkelmehl 630. Aber Peter, zuerst mal du ganz kurz. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Peter Otten, komme aus der Nähe von Düsseldorf, dort lebe ich mit meiner Familie. Mit der bin ich auch gerade hier in Urlaub und freue mich sehr, dass diese Bekanntschaft zustande gekommen ist, weil namentlich war mir der Herr Defland durchaus bekannt und freue mich sehr, hier daran teilnehmen zu können, und ich glaube, dass ich jetzt heute auch noch mal richtig was lerne. Das werden wir sehen. Ich hoffe, ja, okay, dann erkläre ich ganz kurz, was wir dann tun heute. Wir haben vorbereitet, wie gesagt, einen mediterranen Teig auf Dinkel. Wir können aus dem Teig, ich sag mal, das ist so eine Mischung Richtung Ciabatta, Baguette. Ich nenne die dann Dinkel Rusticana, oder in Spanisch werde ich die nennen Bajas, oder vielleicht hier genau Pane de Espelda oder Pane de Barras, Espelda de Barras, wie auch immer. Aber wir bleiben bei dem deutschen Begriff und sagen halt Dinkel Rusticana. Die Teige sind wie folgt. Wir haben einmal unser 630er Dinkelmehl. Das kommt wie immer von der Schwäbische Alb, aus dem Biosphärenreservat. Dann habe ich hier einen Vorteig, einen polisch, einen nicht sauren Vorteig. Der wurde gestern bereits gemacht, wie immer TA 200, das heißt also 1% Hefe, dann TA 200, gleiche Teile Dinkelmehl 630, gleiche Menge Wasser. Und das sind insgesamt 27% vom Gesamtmehl, die wir hier so fermentiert haben. Der hat jetzt schön Dampf, wie man so als Bäcker sagt. Ne? Der ist voll am Brodeln und riecht auch sehr schön fruchtig, hefig. Also der ist so, wie man sich einen guten Vorteig vorstellt. Wir machen das heute ausschließlich mit Monokomponenten, die da wären. Wir haben hier Dinkelextrudat hell. Das ist praktisch Deklaration Dinkelmehl. Extrudat nehme ich ganz gerne mit rein, weil das die Teige, wie man so schön sagt, stellig macht. Dadurch, dass die Stärke bereits vorgequollen ist durch die Extrudierung, habe ich hier halt auch dann nochmal zusätzliche Wasserbindung im Teig. Und das nützt der Frischhaltung natürlich auch wieder. Und wichtig für mich ist aber die Ausbundsicherheit. Also das, was man gerade bei Baguette gerne hätte, dass es schönen Ausbund hat beim Backprozess. Das wird verbessert, indem wir mit Extrudat arbeiten. Die Deklaration im Teig, wie gesagt, ist Dinkelmehl. Ich habe hier nochmal als nächste natürliche Zutat Urdinkel S5, nenne ich das. Das ist einfach mikrofein gemahlenes Psyllium, also Flohsamenschalen, basierend auf einem Dinkel-Nachmehl, einem Aleuronmehl. Da regen wir die Enzymatik im Teig etwas an. Und vor allen Dingen, wir machen hier eine kalte Wasserbindung, auch wiederum im Bereich Frischhaltung, Verbesserung. Ich habe als reine Sicherheit hier 2% Gluten, in dem Fall Dinkelgluten, ist sehr teure Zutat, kostet im Kilopreis zwischen 12 und 13, 14 Euro. Rein theoretisch könnte ich auch einen Weizengluten nehmen, wäre erlaubt, da es ja keine Getreidezutat ist. Ich habe dann immer noch 100% Dinkel. Ich würde es nicht tun, aber wer meint, Gluten zu brauchen, und wer keinen Zugang zu Dinkelgluten hat, könnte das auch mit Weizengluten machen. Ich würde es aber nicht tun, weil gerade die Weizensensibilität hat ja immer was mit Gluten zu tun, und da ist es schon vernünftig, das auf Dinkelbasis zu machen. Wenn ihr ein starkes Dinkelmehl habt, könnt ihr eventuell auf diese Zutat ganz verzichten. Hier habe ich noch eine Backkomponente, das ist im Grunde genommen ein minimalistisches Backmittel.
das ist Minimo. Das ist einfach nur Enzyme, Amylase-Enzyme, die biozugelassen sind. Ascorbin gemischt auf Dinkelmehl 630. Die Zugabemenge ist 0,5%. Die Deklaration im fertigen gebackenen Gebäck ist Dinkelmehl. 0,5% Hefe, das sollte uns reichen. Wir machen die Teiglinge über Nacht. Dann haben wir hier, ich habe ein grobes Salz, für Baguette nehme ich das immer ganz gerne. Das sind 1,3% auf Teigmasse berechnet. Und dann habe ich hier noch ein, ja, ich sag mal, ein hochwertiges Olivenöl, erste Pressung, und da nehmen wir 2% auch dann noch mit in den Teig hinein. Das gleiche habe ich jetzt hier nochmal stehen auf der rechten Seite, weil wir machen zwei Teige. Der Hintergrund ist folgender, das habe ich mit Peter auch schon im Vorfeld besprochen. Wir wollen einfach mal testen die Wirkung unterschiedlicher Vorteigsysteme. Wir haben einmal diesen nicht sauren Polish hier, also einen hefengeführten Vorteig. Und hier haben wir jetzt einen mild fermentierten, also ich nenne den Quellfermentteig. Und der hat nicht so diese Triebkraft wie jetzt der Polish, hat aber auch schon eine natürliche Hefebildung. Also in dem Fall hier sind das milde Hefen. Auch TA 200 wie der 1%, und hier kommt der Unterschied. Das 1% Hefe, hier ist 1% Stader drin. Also Anstellgut. Ihr könnt nehmen euer Anstellgut von eurem Betriebssauerteig, den ihr eh da habt. Wenn ihr eine Madre habt, nehmt ihr 1% dieser Madre mit rein. Und wer überhaupt keinen Zugang zu Sauerteig hat, könnte auch den Direktstarter, also das Direktstarterpulver von Firma Deflat Backtechnik nehmen. Auch dann wird 1% ins Wasser eingerührt. Und im Grunde genommen ist dann alles ähnlich wie beim nicht sauren Vorteig. Das heißt, wir haben hier auch eine TA 200, haben eine Temperatur von Anfangstemperatur wie bei dem Teig auch von 30 Grad. Nur mit dem gehen wir direkt in die Kühlung. Der hier steht dann etwa 7 Stunden bei Temperaturfenster 27, 28 Grad. Was passiert? In dieser Zeit fangen die Bakterien an, sich zu entwickeln. Und ich habe hauptsächlich Milchsäure- und hefeaktive Bakterienstämme, praktisch, die ich dann vermehre in diesem Temperaturfenster von 28 Grad. Der hat dann ungefähr nach 7 Stunden einen pH von 5,7, 5,8. Und das ist eine ganz, ganz milde Säure. Man kann das so vielleicht beschreiben Richtung milder Joghurt. Und was macht diese Säure? Diese Säure bildet die Dextrane heraus und quillt die Dextrane. Und wenn ich dann den pH unterbreche, wenn ich durchsäuern würde, würde ich ja ein pH irgendwann runtergehen auf 4 und dann fange ich an, die Eiweiße zu zersetzen. Wenn ich aber den Vorgang unterbreche nach 7 oder 8 Stunden und dann gegenkühle bei 12 Grad, dann habe ich diese exorbitante Ausquillphase der Dextrane und habe dadurch mehr Viskosität im Teig. Ich habe diese milde Säure da drin für die Aromatik und ich habe eine sehr, sehr hohe Backleistung. Also ich kann mit einem gut gemachten Fermentteig, Quillfermentteig, im Grunde genommen Backmittel ersetzen. Und das sieht man auch, wenn ich den Teig mal so ziehe. Ihr seht, wie zäh der ist. Der hat also nochmal von der Viskosität her eine ganz andere Struktur wie jetzt dieser Hefegeführte. Ist also sehr, sehr hochviskos, sage ich jetzt mal. Und das zahlt sich natürlich als Backleistung im Teig wieder. Ich hoffe, dass wir das morgen so ein bisschen herausgearbeitet haben. Wir machen jetzt die Teige. Beide Teige lassen wir jetzt hintereinander laufen und kommentieren das auch nicht mehr großartig. Wir haben hier einen kleinen Diosna-Kneter, wo wir das machen können. Und die werden jeweils ungefähr 12 Minuten im ersten Gang geknetet. Für Dinkel reicht das vollkommen aus. Und wir werden uns die Teigstruktur am Ende anschauen und gegebenenfalls noch eine Minute schnell kneten, wenn überhaupt. Aber ich glaube, wir brauchen das nicht. Die Teige, sobald die geknetet sind, gehen die in einen Behälter mit Deckel und bleiben dann ungefähr eineinhalb Stunden hier zur Teigruhe auf dem Tisch stehen. Und dann werden wir aufarbeiten.
So, jetzt geht's los. Eine Frage hätte ich noch. Ja, gerne. Sag mal, du hast eben gesagt mit dem Salz, du berechnest Salz auf Gesamtheit, das finde ich okay. Ja. Ist das bei den anderen Zutaten genauso oder berechnest du die Zutaten auf Mehl? Nee, im Grunde genommen sind die Zutaten wie jetzt Gluten oder Urdinkel oder hier auch, das wird immer auf Mehl, Hefe wird immer auf Mehl, da rechne ich immer auf Mehl, prozentual. Okay. Nur halt beim Salz ist es so, weil wir ja mit viel Wasserbindung arbeiten, mit diesen Produkten haben wir immer eine relativ hohe Teigausbeute. Noch extremer wird es, wenn ich mit Quillstücke, mit Körnern arbeite. Und deswegen habe ich mal irgendwie ausgeknobelt, dass mit 1,3% Salz auf Teigmasse die Richtung immer stimmt. Dann, das entspricht etwa 2% auf Mehl für einen Standardteig mit einer TA von 160. Okay. Okay. Gut, wir legen los. So, unsere Teigruhe, 1,5 Stunden, haben wir erreicht. Hier seht ihr den Teig, der ist schön fluffig, schön wollig. Zumindest macht er mal einen guten Eindruck. Wir schreiten zur Aufarbeitung. Das ist jetzt der erste Teig mit dem Polish, also mit dem nicht sauren Vorteig. Den wiegen wir jetzt ab. Wir machen so ein bisschen größere Stücke. Bei Baguette würde ich 350 Gramm einwiegen in der Regel. Und da wir heute so Stangen machen wollen, also so Bachas, würde ich sagen, wir gehen so auf gute 400 Gramm mit dem Gewicht, längen die ein bisschen vor und arbeite dann auf. Peter, du darfst dann gerne abwiegen. Mhm. Und ein bisschen mehr rüber, bitte. Wir machen so, ich gebe dir den Teig so ein bisschen in die Richtung. Das passt, ja. So. Also der Teig ist schön fluffig. Und den längen wir jetzt ein klein bisschen vor. Und das war es dann auch schon. So, das ist der Teig 2. Ja, gut, der sieht eigentlich auch mehr oder weniger identisch aus wie Teig 1. So gefühlt würde ich sagen, der ist jetzt in seiner Entwicklung ein klein bisschen langsamer wie der. Würde ich auch sagen, Das kommt daher, dass wir ja hier nochmal die Hefe aus dem Polish mit drin haben und die fehlt hier. Hier haben wir nur in Anführungszeichen die Naturhefe aus, aus der Fermentation. Ja. Wir können dann gleich auch zur Tat schreiten. Die sind jetzt schon mehr oder weniger entspannt und leicht vorgewirkt. Und jetzt können wir die, wir machen diese ein bisschen an stumpfe, kürzere Stange und wollen die dann eigentlich so, ja, so zwischen Baguette und Ciabatta ansiedeln mit einem Längsschnitt. So ist es mal geplant für morgen. Und ich mache mal einen vor. Einfach nur so nicht allzu lange. Mehr kompakt mit ein bisschen mehr Krume, üblicherweise beim Baguette. Das wälzen wir noch und ziehen dann das in Tücher ein. Und den Schluss bitte immer nach unten in die Tücher einziehen.
dann hat man hier oben die glatte Fläche, die man dann auch nach oben später beim Backprozess umsetzt und schneidet. Dann hat man ein bisschen mehr die glatte Haut, ein bisschen leicht angetrocknet und hat dadurch eine, auch, wenn wir alles richtig machen, eine bessere Ausbundgeschichte. Also mehr Ausbund im Verhältnis, wie wenn ich den Schluss nach oben umsetze, dann bin ich unten ein bisschen mehr. Deckt man es komplett ab, ja? Ne? Oh, nö. Ich stecke das später mit Folie ab. Ich gehe jetzt einfach nochmal so in den Schrank rein. So, wir haben immer 5 Stück pro Dielen und das geht jetzt in die Kühlung. Bleibt dann bis morgen in der Kühlung, also ungefähr gefühlt 16, 18 Stunden, bevor wir dann morgen zur Tat schreiten und dann abbacken. Aufgearbeitet ist jetzt alles. Wie gesagt, wir gehen direkt in die Kühlung. Etwa bei 7 Grad stehen die jetzt toujours die nächsten 15, 16 Stunden und dann, wie gesagt, dann gehen wir auf den Ofen und backen ab. Das war's für heute. Bis morgen. So, wir sind 18 Stunden etwa weiter. Unsere Teiglinge aus der Kühlung heraus sind schön stabil. Die waren jetzt die letzten 3 Stunden, wurden sie so von der Kälte her leicht nach oben gefahren, so Richtung 10, 12 Grad. Und sind eigentlich jetzt, würde ich sagen, von der Gare her, wenn du auch mal fühlen willst, immer noch Spannung drauf, aber auch schön schon voll reif, wie man so schön sagt, und trotzdem noch stabil. Die erste Charge setzen wir jetzt um, schneiden die und backen die und schauen mal, was dabei rumkommt. Ja. So, wir schneiden die dann so als Bachers, als Stangen einfach mal so einmal nur schön schräg längs. So, und dann gehen wir in den Ofen. Wir schieben die jetzt ein mit bei ungefähr knapp 200 oder guten 240 Grad, so muss ich sagen, mit wenig Dampf. Und backen die auf der Temperatur zu knapp unter 240 dann auch durch. Backzeit würde ich mal sagen, etwa 25 Minuten, werden wir gleich sehen. Ja, wir sind soweit durch. Wir haben hier jetzt auf der linken Seite die Poolish-Variante, auf der rechten Seite die fertigen fermentierten Barras, wolltest du sie ja nennen, ne? Ja. Und, oder Dinkel Rusticana. Oder Dinkel Rusticana.
was man schon direkt auf den ersten Blick erkennen kann. Ich hoffe in der Kamera auch, dass die fermentierte Variante einen deutlicheren Abbau hat als die Polish-Variante. Deutlich mehr Süßbläschen, Krustenfarbe. Wir haben sie auch ein Minütchen auf zwei früher rausgeholt, sonst wären sie uns vielleicht zu dunkel geworden. Und von der Optik her, vom Nachtrieb, war die Polish-Variante etwas stärker, etwas stabiler. Die fermentierte Variante, muss ich sagen, war ich sehr überrascht, weil vom Anfassen des Teiglings machte es den Eindruck, dass die etwas instabiler sind und nicht so viel Stand haben, aber im Ofen einen wirklich tollen Nachtrieb entwickelt haben. Fand ich wirklich super, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mir gefallen beide gut. Ich mag Farbspiel und ich mag auch ein bisschen Röststoffe am Produkt. Aber so hat man eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Jetzt würde ich dich bitten, weil wir jetzt ans Schneiden gehen, dass du, das machst du bitte. Hast du eine tolle Einführung gemacht. Ja. Alles perfekt. Und ich kann eigentlich fast gar nichts hinzufügen, weil alles korrekt und schön, was du da gesagt hast. DLG-Prüfung ist im Grunde genommen, das machen wir einfach standardmäßig immer, weil da so ein bisschen das Gebäck komplett abdeckt in seiner Qualität und der Aussage, die wir machen möchten. Dann fangen wir einfach mal an. Wir holen uns hier mal was weg. Also, die beide Varianten, sowohl hier der, ich nenne den mal Quillfermentteig, den milden, wie auch die Polish-Variante, sind jeweils immer identisch von der Fermentierungsmenge her. Das heißt, wir haben 27% vom Gesamtmehl fermentiert, hier mit Hefe, nicht sauer, und hier mit Mikroorganismen, also mit Starter, mit Anstellgut, aber auch mit 1%, genau wie bei der Hefe. Also beides identisch, Temperaturen insofern identisch, nur dass der Polish direkt gekühlt wird und der Fermentsauer eben nochmal unter Temperatur von 28 Grad etwa 7 Stunden fermentiert wird und dann erst gekühlt wird. Das ist der Unterschied. So, jetzt gehen wir zur Optik, also die Baguettes. Für Dinkel muss ich sagen, kann man glaube ich nicht meckern. Wir haben ein tolles Volumen, wir haben eben, was Peter schon sagte, ein tolles Farbenspiel bei beiden Sorten. Hier sind wir beim Volumen halt noch den kleinen Tacken besser, muss man ganz klar sagen. Was so Glanz anbelangt, sind wir hier wieder im Vorteil. Und was die Frische anbelangt, die ist eigentlich, glaube ich, bei allen gut. Und wenn wir uns jetzt mal hier das anschauen, der Boden gleichmäßig, nicht zu dunkel, nicht zu hell, sage ich jetzt mal. Wir haben hier auch schon sichtbar den Abbau, auch nicht ganz so extrem wie auf dieser Seite hier, aber doch auch schon, man sieht von außen schon den guten Geschmack, würde ich sagen. Ich schneide das jetzt einfach mal durch, dass wir uns die Poren mal anschauen können. Dann machen wir halt einmal diesen Längsschnitt und schauen uns das an. So, und auch hier muss ich sagen, ne, haben wir alles, was eine schöne, tolle Krume auszeichnet. Die Krume ist feucht, schön wattig, würde ich sagen, hat hier schöne, dünne Porenwände, einen Glanz, würde ich jetzt, hat auch einen leichten Glanz. Und wenn ich reinrieche, habe ich ein sehr mildes Aroma, also das lässt schließen auch auf einen sehr milden Geschmack. Und ich habe aber von der Stabilität her noch eine gute Beschleichbarkeit. Also da kann man immer noch irgendwie, die Marmelade fällt noch nicht komplett durch. Die fällt nicht durch und die Butter eigentlich auch nicht, genau. Und jetzt tun wir mal hier mal ein bisschen was verkosten. Damit wir da auch noch ein bisschen einen Eindruck kriegen. Was meinst du? Ich finde es super, dass sie nicht ganz so speckig sind, wie man schon mal Baguettes kennt. Ne, dieses speckige, ballige, das hat das überhaupt nicht. Die Krume ist schön kurz. Ja, also für mich perfekt. Und ich erwarte bei einem Dinkelbaguette auch nicht eine Porung wie bei einem klassischen Traditionsbaguette, die ja viel, viel gröber ist in der Regel, sondern
Dinkel ist immer noch eine Herausforderung und ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis, was wir hier haben. Ja. Also ich bin wirklich begeistert. Okay. Der Geschmack für mich ein bisschen nussig, kommt ein bisschen hinten raus, mag ich sehr. Sehe ich auch ähnlich wie du. Und gerade diese Stabilität und das alles, das kommt natürlich auch durch unseren Anteil Extrudat. Ja. Das sind 8% Dinkel-Extrudat drin mit enthalten. Und das macht den Ausbund so schön, wie man so sagt, und bringt uns natürlich auch diese stabile, schöne, schnittfeste Krone. Ja. Da. Ja. Also das wird da schon ganz gut unterstützt, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja hier auch wirklich nur mit Monokomponenten gearbeitet. Ne? Also es ist kein Emulgator oder irgendwas da drin. So, dann können wir mal auf die andere Seite wechseln. Mhm. Ja, dann haben wir hier, wenn wir uns jetzt hier die Optik wieder anschauen, das, was Peter euch schon gesagt hat, wir haben viel mehr nochmal diese Süßbläschen hier. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera recht gut so. Einfach mehr Abbau und ein klein bisschen mehr Farbe wie hier, was natürlich halt auch dem mehr durch den Abbau mehr vorhandenen Zucker geschuldet ist, der dann halt auch diese Röstaromen mitbildet. Und die Optik finde ich sehr ansprechend. Das, was du gerade so sagst, das Farbenspiel ist hier eher noch ausgeprägter wie hier. Ofentrieb war okay, Volumen ist auch absolut okay. Mehr brauche ich für Dinkel eigentlich nicht. Und Boden fast perfekt, würde ich sagen. Schneiden wir den auch mal durch. So, und was jetzt sich auch sofort widerspiegelt, mehr Abbau hier optisch, heißt auch mehr Abbau in der Krume. Ja, also wenn wir jetzt die beiden Krumenbilder nebeneinander halten, dann sehen wir hier bei der mild fermentierten Variante einfach, dass da mehr Abbau schon da war. Ich habe hier mehr, sind wir jetzt an dem Punkt, es geht hier schon so ein bisschen Richtung tendenziell leichte Speckigkeit. Ich habe mehr Glanz, ich habe mehr Feuchte hier in der Krume, eindeutig. Mhm. Und das ist jetzt natürlich individuell, wer was wie mag. Ja, also ich würde jetzt mich für die entscheiden, weil ich mir einbilde, dass hier das Mundgefühl noch das Bessere ist. Weil wir sind ja noch nicht beispeckig, aber wir sind in dieser Richtung tendenziell leicht unterwegs. Ja, also weiß ich, man sieht es vielleicht nicht ganz so gut auf der Kamera. Also die Krume ist relativ hell sogar noch. Die ist etwas heller. Die ist noch gar nicht so, sie ist auch nicht grau vom Pudig. Und wenn die Teige zu lange liegen, man kennt das von früher, dann sind die so glasig grau geworden. Ja. Und das haben beide nicht, sondern haben beide für mich ein wirklich tolles Porenbild. Ja. Und auch die Krustendicke bei beiden Produkten für mich vollkommen ausreichend. Aber jetzt fühl mal hier und fühl mal hier. Ja, ja, du hast, hier ist es, ich sag mal, ja, du merkst hier die Feuchte. Die Feuchte ist mehr. Man klebt so ein bisschen mit dem Finger dran, ne? Mhm. Und hier ist das halt nicht. Mhm. Und hier ist deutlich mehr Elastizität, vielleicht auch, weil es etwas dichter ist. Ja. Und das Helle kommt natürlich auch wiederum durch das Porenbild, durch die Reflexe natürlich, durch die große Poren. Genau, und die Porenwände super dünn, finde ich super schön. Weil es ist ja alles identisch. Ne? Ja. Wir haben in beiden ja praktisch den gleichen Dinkel, ne? Und 100% Dinkel und von daher eigentlich kein Unterschied. Ne? Nee. So, jetzt gucken wir mal noch, was der Geschmack uns hier. Da bin ich auch gespannt. Das ist jetzt natürlich alles, wir sind hier noch relativ frisch. Gerade leicht abgekühlt. Ne? Also wir müssten eigentlich morgen noch mal genau drauf schauen. Dann werden die Unterschiede wahrscheinlich noch deutlicher kommen. Noch mal mehr Geschmack, oder? Also ja, im positiven Sinne mehr Geschmack. Mhm. Und man merkt beim Kauen auch die Feuchtigkeit der Krume so ein bisschen. Ich habe die ganz milde Säure. Ja. Ne, die nicht, ja, ganz. Also, wir waren ja hier im pH-Bereich von 5,6
6, also über ganz hohe Bereich. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz milde Säure nur, die so in eine Art Joghurt-Ähnlichkeit geht. Aber man spürt das. Ja. Also es ist einfach extrem aromatisch, so würde ich es mal sagen. Ja. Sehr aromatisch. Und also ich glaube, wenn ein Bäcker sich sowas ins Regal legt und er bekommt diese Qualität transportiert, kannst du nicht verhindern, dass du die Dinger, die will jemand haben. Also das ist sowas, wo ich dann sage... Also man kann den Umsatz nicht verhindern. Nee, du kannst das Geld verdienen nicht verhindern, weil letztendlich willst du ja auch Geld verdienen, aber andersherum kann der Kunde es nicht verhindern, dass er es haben möchte. Glaube ich tatsächlich. Ja. Also, und ich rede ja beim milden Fermentteig immer von der Königsdisziplin. Das haben wir heute so ein bisschen vielleicht bestätigen können. Das war vielleicht alles noch nicht 100% perfekt, aber wir sind schon in einer guten Richtung hier unterwegs. Ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du dabei warst. War sehr, angenehm, aufschlussreich. Dankeschön. Wir haben gegenseitig nochmal ein bisschen was voneinander lernen dürfen. Und ich glaube, so als Resümee würde ich sagen, wir haben hier zwei gute Dinkel-Rustikaner-Produkte liegen, also unterschiedlicher Technologie, was Vorteig anbelangt, aber beides in sehr guter Qualität. Mit vielleicht dem kleinen Vorteil hier, dass wir hier einfach Geschmack, Aroma, Frische noch etwas ausgeprägt haben und dieses schöne Farbenspiel haben. Mit dem kleinen Nachteil hier ein klein bisschen weniger Volumen wie bei unserer Polish-Variante, die ja eher sicherer ist, weniger Anforderungen stellt an den Anwender vielleicht, auch gut ist. Aber eben hier haben wir noch den Kick mehr Geschmack. Ich glaube auch, dass man als Unternehmer oder als Bäcker mit seinem Betrieb auch mal ein bisschen schauen muss, was kriege ich integriert, welche Variante ist in meine Abläufe gut reinzubringen. Da kann man auch in Ruhe dann mal drüber nachdenken. Und beides würde funktionieren. Und beides würde funktionieren, auf jeden Fall. Ja. Ne? Man kann ja auch, man muss ja jetzt nicht, man kann ja auch eine Polish-Variante und macht ein anderes Produkt. Als Beispiel, ja. Als Beispiel und fermentierst mit einem anderen Produkt. Also da kann man so toll mit rumspielen. Und du erreichst einfach einen erweiterten Kundenkreis und die Genussesser werden dieses Produkt finden und lieben. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch allen für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Die Rezeptur wird verlinkt beim Video. Die könnt ihr euch runterladen. Bei Rückfragen einfach schreiben und das wird auch dann beantwortet. Unsererseits. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.